Es gibt zu viele Ereignisse auf dem Planeten, die Veränderungen in der Erdkruste hervorrufen können. Das sind die beeindruckenden Risse, die in den letzten Jahren auf fast allen Kontinenten entstanden sind. In den Nachrichten werden sie nur vereinzelt erwähnt, aber es ist nicht normal, dass so viele in so kurzer Zeit auftreten. Wäre es möglich, dass es einen Zusammenhang zwischen ihnen gibt? Einige davon sind riesig und drohen die Erdkruste so weit zu verschieben, dass neue Kontinente entstehen könnten. Im Jahr 2005 spaltete ein gigantischer Riss die äthiopische Wüste im Rift Valley in zwei Teile, wo eine geologische Verwerfungslinie von fast 5000 Kilometern Länge die Wüste durchzieht. Studien von Experten kamen zu dem Schluss, dass sein Wachstum schließlich zu einem neuen Ozean führen und Afrika teilen wird. Der Riss ist derzeit 60 Kilometer lang und 8 Meter breit und wächst weiter. Die Forscher, die hinter der Studie stehen, behaupten, dass sich dieser neue Ozean mit dem Roten Meer und dem Golf von Aden verbinden wird. Die afrikanische und die arabische Platte befinden sich in dem Afar-Dreieck nördlich von Äthiopien. Der entstandene Riss ist für die Bildung des 300 Kilometer langen Afar-Dreiecks verantwortlich. Ein weiter beeindruckender Riss ist der Baikal-Graben in Sibirien. Ein gigantischer kontinentaler Grabenbruch, der sich über 1600 Kilometer erstreckt und mit seiner fast 6 Kilometer Tiefe die tiefste kontinentale Rift Zone der Erde ist. Experten gehen davon aus, dass er sich in einer Phase zunehmender tektonischer Aktivität befindet und droht Asien von Europa zu trennen. Besonders auffällig ist jedoch der westliche Teil des amerikanischen Kontinents, wo diese Formationen immer häufiger vorkommen. Von Kanada bis Peru wurden riesige Risse im Boden entdeckt, die darauf hindeuten, dass in diesem Gebiet in den nächsten Jahren etwas passieren könnte. Wir alle kennen die berühmte San Andreas-Verwerfung, die von Experten als potenzieller Hotspot für eine große Katastrophe angesehen wird. Irgendwann wird es passieren. Aber keiner weiß wann. Entlang dieser Verwerfungslinie haben wir Ereignisse entdeckt, die möglicherweise miteinander in Zusammenhang stehen. Im Oktober 2015 wurde in den Bighorn Mountains in der Nähe des Yellowstone Nationalparks in Wyoming ein mehr als 680 Meter langer und 45 Meter breiter Riss entdeckt. Die Ursache wird auf einen Erdrutsch zurückgeführt. Aber die Bevölkerung befürchtet, dass der Auslöser mit dem berühmten Vulkan Yellowstone zusammenhängen könnte. Im August 2014 bildete sich in Arizona dieser spektakuläre, fast 300 Meter lange Spalt. Experten machen Bergbauaktivitäten und gelegentliche sintflutartige Regenfälle dafür verantwortlich. In Tijuana, Mexiko, spaltete sich diese Straße im Dezember 2013 aufgrund eines Erdrutsches in zwei Hälften, was zu diesen beeindruckenden Bildern führte. Zeugen berichteten, dass sich dieser Riss über mehrere Wochen hinweg bildete, bis das ganze Gebäude einstürzte. Im August 2014 öffnete sich im Nordwesten Mexikos ein 8 Meter tiefer Riss, der mehr als 1 Kilometer lang und an manchen Stellen bis zu 5 Meter breit war. Durch den Spalt wurde die Autobahn 26 zwischen Hermosillo und der Küste unterbrochen. Die Autofahrer waren gezwungen, den kolossalen Graben zu umfahren. Das Land, das in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten am stärksten von diesen Naturphänomenen betroffen war, ist Peru. So entstand beispielsweise im Februar 2011 im Süden Perus plötzlich ein Riss mit einer Länge von 3 Kilometern und einer Breite von etwa 100 Metern. Diese Anomalie trat in der Provinz Chucuito, in der Nähe des berühmten Titicacasees auf. Interessanterweise ist der Riss weder durch ein Erdbeben noch durch eine Katastrophe entstanden. Die Erde hat sich einfach geöffnet. Diese Tatsache gibt den Wissenschaftlern Rätsel auf. Im Jahr 2015 öffnete sich die Erde unerklärlicherweise in dem peruanischen Bezirk Piscobamba. Die Risse wurden immer größer. In 19 Städten des Bezirks wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. In Bolivien
Genauer gesagt in Cayapa, La Paz, kam es 2014 und 3 Jahre zuvor zu tiefen Rissen und Erdrutschen. Die Wissenschaftler wissen nicht, was sie von den Ereignissen halten sollen, denn die Erde öffnet sich buchstäblich. Abgesehen von Amerika findet man solche Erdrisse auch in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in Spanien. Im November 2012 entstand in Saladar, Murcia, ein 300 Meter langer Riss, 20 Tage nachdem sich in Puerto Lumbreras ein 1,5 Kilometer langer Spalt geöffnet hatte. Untersuchungen der Techniker des Geologischen und Bergbauinstituts ergaben, dass es sich bei dem Riss um eine Verwerfung oder einen Bruch neben anderen möglichen Ursachen handeln könnte. Doch im Fall von Saladar gibt es keine großen landwirtschaftlichen Flächen in der Nähe. In Pakistan öffnete sich im März 2011 der Boden und die Wissenschaftler fanden keine Erklärung dafür. Thailand, Straßeneinsturz in Bangkok. Vereinzelte Straßen in Ayutthaya und Saraburi wurden einige Tage für den Verkehr gesperrt, nachdem große Risse festgestellt worden waren. In Indien brach 2011 im Bundesstaat Uttar Pradesh Panik aus. Ramesh Singh, der sich eingehend mit der Seismologie in dieser Region befasst, äußerte sich besorgt über die Risse, die sich in mehreren Bezirken von Uttar Pradesh gebildet haben und sagte, dass sie auf Spannungen in der Erdoberfläche zurückzuführen sein könnten, die durch die Bewegung einer großen inneren Granitmasse entstanden sind. Alarmierender ist jedoch, was in Japan passiert. Unzählige Erdrisse treten im ganzen Land auf, zusammen mit Erdbeben, die fast ununterbrochen sind. Diese Risse sind nur eine kleine Auswahl von vielen, die überall auf dem gesamten Planeten entstanden sind und weiterhin auftreten. Die Ursache für manche von ihnen ist bekannt, aber für die meisten gibt es keine eindeutige Erklärung. Wenn wir die Einzelnen analysieren würden, wären sie nicht von großer Bedeutung. Aber wenn so viele auf dem gesamten Planeten und in so kurzer Zeit auftauchen, liegt es dann nicht nahe, dass diese Ereignisse zusammenhängen könnten? Sie könnten der Beweis dafür sein, dass die Theorie von der Ausdehnung der Erde wahr ist. Führende Geologen wurden von der Internationalen Academy of Geology zum Schweigen gebracht, weil sie behaupteten, dass die Erde im Durchmesser wächst und sich die Kontinente auseinander bewegen. Und zwar nicht aufgrund der sogenannten plattentektonischen Bewegung, sondern aufgrund der planetarischen Expansion, die wir möglicherweise erleben. Die Erde dehnt sich seit Millionen von Jahren aus. James Maxlow, geboren 1949 in England, arbeitet seit 40 Jahren als Explorations- und Minengeologe und war Leiter einer Gruppe von Wissenschaftlern, die heute die Theorie der Erdausdehnung verteidigen. Sie sagen, dass die wahre Wissenschaft Theorien ablehnen muss, die nicht bestätigt werden können. Es wurden Messungen der Erde durchgeführt, die bestätigen, dass die Ausdehnung des Planeten um 2 cm pro Jahr zunehmen kann, was sich auch auf die Schwerkraft auswirkt und sie abnimmt. Die NASA hat bekannt gegeben, dass ihre Daten zufolge einige der Jupiter-Satelliten an Größe zugenommen haben. Wir wissen, dass sich das Universum kontinuierlich ausdehnt. Wenn sich die Satelliten ebenfalls ständig ausdehnen, warum sollte man das nicht annehmen, dass dies auch bei den Planeten und der Erde so ist? Was sich jedoch nicht leugnen lässt, ist, dass sich die Kontinente voneinander trennen und dies kann nur geschehen, wenn sich die Erde ausdehnt. Warum verbergen sie all diese Informationen vor uns? Vielleicht weil uns die Antwort zu der Theorie führen würde, dass die Erde hohl ist? Vielleicht wollen sie uns verheimlichen, dass es im Inneren des Planeten Leben gibt? Sicherlich haben die Erdrisse, die wir überall beobachten können, mit der Ausdehnung unseres Planeten zu tun. Möglicherweise sind wir Zeugen großer Veränderungen auf der Erde. Immer mehr Menschen glauben den offiziellen Lügen nicht und sind sich bewusst, dass sie uns Informationen vorenthalten, um uns zu steuern und uns zu unterdrücken. Aber niemand kann verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit.